Okay. Wir bringen ihn mal in Sicherheit. Hoffentlich. Ah, warte. Große Truhe. Ah, nichts Gutes drin. Einfach nichts Gutes. Ich werde keine Fragen stellen. Ich werde einfach keine Fragen stellen. Nein, nein. So. Manchmal ist es besser, Sachen einfach so hinzunehmen, wie sie sind. Aber was denkt ihr? Also so insgesamt gedacht. Hau besser ab, sonst tust du dir noch weh. Und weg. Nennt man das jetzt also Würze? Warum macht sie dann nicht einfach mehr Chili-Pulver auf ihr Essen? Das würde auch für Würze sorgen. Anarchie! Da ist was ganz Großes. Oh, okay, das war halt so wild. Komm schon, zurück zum Jagdhaus. Da wird er sicher sein. Ah, niemand kann ewig sicher sein. Ich werde meinen Liebsten bald wiedersehen. I don't know. Eben noch kurz hier Kohle einsammeln. Für den Rest habe ich ja wieder keinen Platz. So, kehre zum Jagdhaus zurück. Dann wollen wir mal eben die Tasche wieder leer machen. Da ich hier gerade fast nur Schilde verkaufe, ist das ein bisschen komisch. Jagdhaus. Und zurück. Oh, ey, meine Nase. Okay. Das war wild. Aber ich denke, das kriegen wir noch hin. Aber ich glaube, du solltest mit Hammerlock reden. Meinst du? Wusstest du schon, dass unsere Stadt von zwei Dahl-Wissenschaftlern gegründet wurde? Wenn du es noch nicht wusstest, dann jetzt. Aha. Jordan. Dahl macht ganz okay Waffen. Ich bin ja ein Fan von Jacobs, aber... Das ist ja auch wieder so eine Präferenz, ne? Die hat jeder so für sich. Guten Tag.
Gages Geschenk. Gages Geschenk. Gages Geschenk. Achso. Ah, okay. Wir können das hier einfach so auffüllen, je nachdem. Wow. Haben wir doch so viel übersehen. Lauf bei Dr. Zed, sonst bist du weg. Cage, was? Oh nein, Winnie! Geh raus. Geh raus aus meinem... Kammerjäger, was zum Teufel ist mit Wainwright passiert? Ein Haufen Spinner in Roben hat uns angegriffen, aber wir haben sie mit Stil abgewehrt. Wainwright kommt klar. Ja. Zum Glück warst du da. Sieh nur, er kommt zu sich. Winnie, geht's dir gut? Winnie! Noch schlägt das Herz. Winnie, wach auf! Oh, Kammerjäger, da bist du ja. Ich muss kurz eingenickt sein. War bestimmt der Whisky. Hier, nimm meine Shotgun. Ich trau meinen Händen gerade nicht. Okay. Nun, so kann man eine Feier wohl auch beginnen. Doch dank Gage und dem Kammerjäger ist alles geregelt. Mhm. Wir sind wieder im Zeitplan und jetzt läuft sicher wieder alles rund. Mhm. Mein verehrter Gast, darf ich etwas sagen? Hier drüben, am Tresen. Ja, ich weiß, wo du stehst. Warum rief der Angler einen Exorzisten? Er sah einen Seeteufel! Es ist so schlecht. Könntest du klettern, wenn die Zeremonie beginnt? Er hat angedeutet, dass er sie gern leiten würde und wir können uns ja alle denken, wie das endet. Mhm. Ich fürchte, der junge Bräutigam ist noch nicht außer Gefahr. Meinst du? Er hat etwas mit ins Jagdhaus zurückgebracht. Ihr solltet versuchen, diesen Ring von seinem Finger zu entfernen, ohne das Bitte? Glückliche Paar zu beunruhigen. Ja, gerne. Ein paar Größen wahnsinnige Punks in Roben und mit schlechten Manieren gestoßen. Und der Kammerjäger und ich mussten ihnen etwas Anstand beibringen. Kein Grund zur Sorge. Klar. Lass mich mal kurz einen Blick auf deinen schicken Ring werfen, Wainwright. Oh, sicher, natürlich. Das Gefäß wurde gewählt. Nur noch eine Frage der Zeit. Winnie, was redest du da? Ich weiß nicht, aber ich fühle mich irgendwie komisch. Wie ich es befürchtet hatte. Noch einen Moment deiner Zeit, bitte. Am Tresen. Nochmal am Tresen? Ja, weil du nicht weggegangen bist, Schlaukopf. Der Ring auf seinem Finger besitzt unvorstellbare Macht. Das Jagdhaus dämmt die Wirkung etwas ein, aber das Endergebnis wird dasselbe sein. Entweder findest du einen Weg, ihm den Ring abzunehmen, oder er wird die Zeremonie verpassen. Endgültig. Hab ich. Es gibt da einen Mann namens Burton. Nee, Williams. Der dritte fehlt noch. Er ist sehr bewandert im Aufdecken von Geheimnissen. Eine Art Detektiv. Er kann dir helfen, mehr über den Ring und seine Ursprünge zu erfahren. Such in seiner Agentur, dem Augenzeugen, nach ihm. Mhm. Aber sieh dich vor. Nach deinem Einsatz diese Nacht sind die Gebundenen aufgebracht. Es wird gefährlich auf den Straßen sein. Du könntest natürlich auch hier bleiben und es dir im Jagdhaus gemütlich machen. Ich weiß ja nicht, ne? So, lass mal einmal ganz kurz gucken. Hier oben ist doch auch noch was. Hilf mir, die Dunkelheit zu maxen. Okay. Man nennt mich DJ Midnight. Gage hat mich eingestellt,
atme dich im Namen der unsterblichen Liebe, leidige Leichenlieder leiere und missliche Melodien mixe. Aber meine Samples sind fad, faul, unerträglich. Ich brauche neue Samples. Nimm für mich ein paar klägliche Klänge auf, ja? Klar, warum nicht? Ich habe früher schon öfter zum Mikro gegriffen. Für Wirtschaftsspionage und so. Hervorragend. Unsere finstere Reise beginnt. Die Jagd nach dem kläglichen Klang. Nimm den Echo-Recorder, mein treuer Taktgeber. Aha. Du weißt, er ist verflucht. Okay, Teufelstag also. Und was jetzt? Geh und such mir ein schauriges Schlagzeug. Ich will die Skelette meiner Vorfahren genauso wachrütteln wie die lebendigen Gäste. Aha. Oh, nice. Ich verfalle schon wieder dem Glücksspiel, kann das sein? Könnte mich jemand davon abhalten? Bitte? Ey, das gibt's doch nicht. Ich verliere hier die ganze Zeit. Dankeschön, Hami. Das hat mir sehr viel weitergeholfen. Flash me. Ihh, da kommt der Darkin raus. Wer traut sich, auf diese Toilette zu gehen? Du wagst es mir, den Zugang zu verweigern? Hast du eine Ahnung, wer ich bin? Oh, das ist mir durchaus bewusst, Madame Olmsted. Aber ich fürchte, die Kräfte deines Meisters sind ziemlich unwirksam im Bereich des Jagdhauses. Du dreistes Kleines! Was? Du hast recht? Wer bist du? Ich bin der bescheidene Inhaber. Und jetzt muss ich dich ersuchen, zu gehen. Du und deinesgleichen sind hier im Jagdhaus nicht willkommen. Na gut, aber vergiss eines nicht. Dies ist meine Welt. Mag sein, aber nicht dieser Ort. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Dann sprinte ich hier nochmal runter. Hier ist nämlich auch noch eine Quest, die ich einmal kurz annehmen würde. Tüdü. Kann ich kurz stören? Immer. Die Regeln des Jagdhauses müssen eingehalten werden. Das Jagdhaus möchte Gastfreundschaft bieten, doch leider missbrauchen einige ihre Privilegien. Das ist ja blöd. Ein junger Mann namens Gideon ist mit einer Auswahl von seltenen Weinen verschwunden, ohne zu zahlen. Was? Das Jagdhaus wäre sehr dankbar, wenn du ihn findest. Ein Zechbriller. Ein Zechbriller. Gideon kam aus der Kälte und benötigte Schutz. Er bat um etwas, das ihn blind machen würde gegenüber den Dingen, die er gesehen hatte. Oder allgemein. Natürlich bot ich ihm den Rotwein an. Die Wirkung war effizient. Zu effizient, wie es scheint. Aha. Okay.